zwei Rennen ist sie alt, die Formel-1-Saison 2015, und bietet bereits jetzt ein treffendes Bild der momentanen Situation. In Melbourne sind statt 20 gerade einmal 15 Autos am Start und Mercedes ist zu dominant für den Rest der Welt. In Malaysia dagegen ein taktisch hochspannendes Rennen inklusive dem ersten Ferrari-Sieg seit Mai 2013. Trotzdem wird mehr über sinkende TV-Quoten, Reglementänderungen und die immer höher werdenden Kosten diskutiert und nicht über das Spektakel Königsklasse. Ich glaube, dass die Leute irgendwie kein Bild haben, was die Formel 1 ist. Jedes gute Produkt braucht eine klare CI, die für was steht. Und bei der Formel 1, da gibt es momentan Leute, die sagen, die Formel 1, die muss ein Technologiewettbewerb sein in Richtung Energieeffizienz. Und da gibt es aber sehr, sehr viele Fans, die zu Recht auch sagen, die Formel 1, das muss pur Motorsport sein. Die Formel 1 braucht wieder klare Kontur, glaube ich, und ein klares Markenprofil. Ein Problem, das Aussterben der Werksteams. Hersteller wie BMW oder Toyota ziehen sich 2010 komplett aus der Formel 1 zurück. Dem wollte die FIA mit einem revolutionären Reglement entgegenwirken, V6-Hybridmotoren. Doch statt für die neue Technologie zu brennen, herrscht bei einigen Teams und vielen Fans nur Frust. Das Problem war dann, in der Umsetzung hat man quasi nur Technik-Nerds an den Tisch geholt, hat mit Ingenieuren geredet, wie sollen diese Regeln ausschauen. Diese Technik-Nerds haben ausschließlich darauf geschaut, dass diese Autos innovativ sind, dass diese Motoren vor allem innovativ sind. Und keiner hat mehr geschaut, ist das Ding vermarktbar und wie viel kostet das Ding. Und in Summe haben wir jetzt Motoren, die viel zu teuer sind und die den Geburtsfehler haben, dass ein Motorenhersteller eine so viel bessere Arbeit gemacht hat als der Rest. Ein weiteres Problem, die ungerechte Geldverteilung. Ungefähr 1 Milliarde Euro erwirtschaftet die Fondsgesellschaft CVC rund um Bernie Ecclestone pro Jahr. Davon kommt jedoch weniger als die Hälfte bei den Teams an. Das bringt mittlerweile auch den Mittelstand wie Lotus, Force India oder Sauber in große Schwierigkeiten. Das zeigt einfach, dass das System so nicht mehr funktioniert. Und das hat damit zu tun, dass das Geld immer mehr sowohl das offizielle Geld sozusagen immer mehr in die Hände der reichen Teams geht, nur damit die einfach mitmachen, weil die so viel Macht haben. Und zum anderen ist es für Sponsoren in Zeiten wie diesen nur mehr interessant, bei den Gewinnern zu sein. Ja? Und so wie eben die Marken nur mitmachen wollen, wenn sie bei den Gewinnern sind, wollen auch die Sponsoren heutzutage nur mehr dabei sein bei einem Team, das Siegesaura hat. Auch beim Rennkalender gilt, Cash geht über Tradition. Die Formel 1 möchte neue Märkte wie Aserbaidschan oder Russland erobern, denn diese sind bereit, bis zu 70 Millionen Euro Gebühren zu zahlen. Summen, bei denen Strecken wie Monza, Silverstone oder der Hockenheimring nicht mithalten können. Das Resultat, erstmals seit 1963 gibt es keinen Grand Prix auf deutschem Boden. Wenn die Formel 1 in Europa zu einem reinen Fernsehsport wird, dann wird sie einfach ihren Reiz verlieren, ihre Erotik verlieren. Und dann werde ich die nächste Generation von Fans definitiv nicht mehr bekommen. Und ich brauche diesen Deutschland Grand Prix und ich brauche Rennen wie in Spielberg, damit die Leute sehen, wow, diesen Sport, den möchte ich auch bei den 18 anderen Rennen sehen. Die Formel 1 muss spür- und hörbar bleiben für die Fans. Und für die FIA und Teams gilt, bei Themen wie Reglement, Kosten und Finanzierung müssen sie an einem Strang ziehen, auch wenn es schwerfällt. Spannende und überraschende Rennen wie das in Malaysia, sie würden helfen, dass die Formel 1 die Königsklasse bleibt. Doch eine Schwalbe macht eben noch keinen Sommer.